Der Miniduke Trojaner ist Teil eines infizierten PDF-Dokuments. Dabei variiert der Name dieser Datei. In unserem Falle heißt sie Action Plan und beinhaltet einen Artikel über die NATO, die Mitgliedschaft der Ukraine in der EU oder anderen politischen Themen. Nach dem Öffnen reagiert der Rechner langsamer als üblich. Es dauert einige Sekunden, bis der Inhalt des Dokuments angezeigt wird. In diesem Zeitraum setzt der Trojaner eine Verknüpfung im Autostart des Rechners und speichert eine Datei irgendwo im All-Users-Ordner. Der Speicherort ist nicht immer derselbe, was bedeutet, dass die Datei in einem anderen Verzeichnis innerhalb des All-User-Ordners abgespeichert wird, wenn man die PDF-Datei an einem anderen Rechner öffnet. In diesem Beispiel liegt die Datei direkt im Verzeichnis All-Users und besitzt das Attribut Versteckt, was bedeutet, dass sie im ersten Moment nicht sichtbar ist. Oft wird die Datei auch in der Application Data gespeichert, da dieser Ordner per Default nicht im Explorer angezeigt wird. Der Name und Dateityp dieser abgespeicherten Datei variiert. In unserem Falle heißt sie index.db. Der Miniduke-Trojaner startet nun HTTP-Anfragen und versucht, Twitter und Google zu erreichen. Er erstellt einen Twitter-Account und bezieht neue Anweisungen durch Posten einer Zeichenabfolge, wie sie in diesem Tweet gezeigt wird. Zusätzlich wird Malware nachgeladen, die als simple GIF-Datei getarnt ist. Da es sich bei dieser index.db um eine Systemfunktion innerhalb der run-dll32.exe handelt, kann sie mittels eines einfachen Blicks in den Task Manager bzw. in die Dienste nicht entdeckt werden. Sie können die Sicherheit Ihres Systems erhöhen, indem Sie sicherstellen, dass Adobe Reader, Adobe Flash Player, Java, Windows und Ihre Antivirenlösung auf dem neuesten Stand sind. Zusätzlich sollten Sie keine PDF-Dokumente von unbekannten Quellen öffnen. Wenn der Miniduke-Trojaner Ihr System bereits infiziert hat, senden Sie bitte die Dateien an unser Virenlabor, löschen Sie die entsprechende GIF, PDF und Systemdatei, löschen Sie die Autostart-Verknüpfung und führen Sie einen vollständigen Systemscan durch. Derzeitig bekannte Varianten des Trojaners werden bereits von uns erkannt. Zudem arbeiten wir mit Hochdruck an einer Methode, auch zukünftige Varianten des Trojaners zu erkennen.